Arbeitgeber unterliegen einer Meldepflicht an bestimmte Behörden. Hilfreich zu wissen, wann und an wen diese Mitteilungen gehen. Arbeitgeber, die neue Mitarbeiter einstellen, unterliegen gesetzlichen Meldepflichten gegenüber verschiedenen Behörden. Wird das erste Mal ein Mitarbeiter angestellt, benötigt man die Betriebsnummer. Diese erhalten Sie von der Agentur für Arbeit. Beginnt das Arbeitsverhältnis, legt der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber die Meldebescheinigung seiner Krankenkasse vor. Der Arbeitgeber hat die Pflicht, innerhalb von 2 Wochen seit Beginn des Arbeitsverhältnisses an diese Krankenkasse zu melden. Wenn der Arbeitnehmer keine Mitgliedsbescheinigung vorlegt, meldet der Arbeitgeber den Arbeitnehmer bei der Krankenkasse an, bei der dieser zuletzt versichert war. Sollte der Arbeitnehmer keine Krankenversicherung haben und das Krankenkassenwahlrecht nicht nutzen wollen, dann wählt der Arbeitgeber die Kasse aus und muss den Arbeitnehmer darüber informieren. Ihre Arbeitnehmer sind dazu verpflichtet, bei Beginn der Beschäftigung den Sozialversicherungsausweis im Betrieb vorzulegen. Sollte dies nicht eintreten, müssen Sie Ihren Mitarbeiter dazu auffordern. Zur Bekämpfung der Schwarzarbeit und illegalen Beschäftigung besteht für Arbeitgeber in bestimmten Wirtschaftsbereichen ab dem 1. Januar 2009 die Pflicht, neue Arbeitnehmer sofort elektronisch zu melden. Sofortmeldung. Bei einer wesentlichen Statusänderung wie Heirat, Steuerklassenwechsel oder Schwangerschaft muss diese schnellstmöglich gemeldet werden, auch zum direkten Nutzen des Arbeitnehmers.